Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Days Gone. Wir werden gleich hier weitermachen mit der Mission auf der Suche nach etwas, wo wir einen schwarzen Nero-Helikopter verfolgen müssen. Und wahrscheinlich wieder ein bisschen Mäuschen spielen und zuhören, was die so zu erzählen haben. Im Moment ist es hier still, als ich aufgehört habe zu spielen oder die letzte Aufnahme beendet haben, waren hier noch Freaker. Komischerweise ist jetzt hier nichts mehr. Aber ja, soll mir recht sein zu sein. Sehe ich sie auch nicht, da war ein Fragezeichen. Das kann ich noch kurz untersuchen, warum auch nicht. Was haben wir hier? Na, also. Fahre zur Position auf der Suche nach etwas. Oh, warum nicht? Was auch immer das ist, mal kurz schauen. Wird mir gar nicht angezeigt. Okay, jetzt will ich es umso mehr sehen, was da genau los ist. Muss ich das verstehen? Ah, ich muss da raufstehen oder was? Okay. Interessanter Mechanik. Wieso das Ganze? Fahre zur Position. Hä, ich bin doch schon hier. Was soll ich denn machen? Aha, okay, hier den Fußspuren folgen, so wie es aussieht. Und jetzt sind sie weg. Oder wie? Wenn ich es verstehen würde, wäre das noch ziemlich praktisch. Okay, looten wir mal das Auto. Ich weiß nicht, was das genau sollte oder was das war. Nehmen wir die Schrottteile mit. Oder was war's? Ein Schalldämpfer. Coole Sache. Geh doch an den Wagen. Medikit, okay. Zur Position. Tja, keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Dann lasse ich es halt einfach sein. Und gehe weiter. Machen wir lieber die Mission mit dem Nero-Helikopter. Ich sehe nicht die Fußspuren, aber ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Ich hoffe, da unten wartet nicht wieder irgendwo die Herde auf mich. Ich meinte, die habe ich in der letzten Episode mit ihnen den Weg gekriegt. Tja, mit einer Sache hattest du recht, Cope. All diese Nero-Flüchtlingslager, die haben sich als Todeslager herausgestellt, aber nicht so, wie du dachtest. Okay, offensichtlich gibt es hier wie ein Todeslager. Ich muss mal kurz das checken, weil mein Headset ist ziemlich leise.
Ich werde es jetzt mal ausschalten, kurz sehen. Ich weiß nicht, ob euch bei euch dann der Ton auch leise ist. Falls das so sein sollte, werde ich das dann vorhin vorne dran wegschneiden. Ach, nein, jetzt ist... Okay. Komisches Headset, jetzt ging es, wurde es plötzlich laut. Also normale Lautstärke. Sofort viel angenehmer. Ja, man merkt, ich beim Bergabfahren spare ich jetzt immer ein bisschen Benzin und gebe nicht immer Vollgas. Diesmal nicht, diesmal habe ich euch gesehen. Doofe Kuh. Was die meint? Was meint der da? Was meint der? Oh, oh. Oh, der will es wirklich wissen. Ja, wir lösen ihn. Sterilisierungsmittel Inventar voll. Hm. Ich den mitnehmen? Nee, dann. Ah, wobei, wenn ich den neuen. Mal kurz schauen. Jawohl. So, nehmen wir den so mit. Was ist das jetzt? Okay, mittlerweile weiß ich, dass die auch auf mich warten können. Hier wohl noch einer ist irgendwo. Ziemlich frech. Da war ich besser als die Falle, ne? Oh, hier liegt schon einer tot. Yes. Und sein Bike. Tja. Pech für ihn, ich war besser. Mich haben sie nicht erwischt. Sage ich jetzt, fahr weiter und fahr in die nächste Falle rein. Wäre ja super. Wäre zu klassisch für mich. Moment mal, Esther hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Ja, weiß ich. Was ist das? Muss ich denen helfen? Muss ich die töten? Danke fürs Anhalten. Also ich helfe jetzt mal. Kinder mag ich gar nicht. Sehr schön. Greift die mich an? Ah! Na, also. Komm, lass mich mit dir reden. Hallo? Okay, hat sich beruhigt. Ich bin dran, halt durch. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Ja, Camp! Zeig's mir! Wo? Da ich letztes Mal jemand zu Copeland geschickt habe, werde ich... Okay, aber ich kriege mehr bei Copeland, das bringt mir mehr. Also schicke ich ihn mal zu Copeland. Das ist also. Ich schätze, ich komme später zurück und... Ich heiße Deacon. Die kennen mich. Okay, lauf einfach weiter und bleib in Deckung. Wow, das hat jetzt auch ziemlich... Ich habe keine Munition mehr. Doch, warum lädt er dann nicht nach? Will er nicht, macht er nicht. Gut. Oh, ich könnte noch... Ich kann's riechen. In der Nähe sein. Warum nicht? Wenn ich schon dabei bin. Naja, ist nicht mal so unlogisch schnell zu tanken. Lieber einmal zu viel getankt als einmal zu wenig. Brauche ich nicht. Steigen wir mal auf und ich sehe hier ein Nest. Soll ich das gleich mitnehmen, anzünden? Ja, warum nicht, wenn ich schon mal hier bin? Nee, keine Granate. Noch ein Nest. Abfackeln. Ja, ich habe keine Lust, die zu töten. Ich war jetzt einfach und tschüss.
Ha! Dieses Mal hat's super gereicht. Mal schauen, was jetzt passiert. Und da kommt eine Cutscene. Oder? Okay, scheint eine Verfolgungsjagd zu werden. Obwohl du das nicht solltest. Ah, kannst du einfach mal damit aufhören? Ich jage doch nur Freaks, Boozer, verstanden? Wegen dem Kopfgeld, deshalb treibe ich mich da oben rum. Da vor zu landen, nehme ich an. Oh, ein Wolf! Oh, oh Scheiße! Oh. Jäger! Verdammt! Wow, 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 wow! Wow! Der hat was ausgehalten! Okay, lass mich nicht hauen, ist doch okay. Frag mich jetzt nur, wo mein Bike ist. Ja, 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 ich weiß, dass ich zu weit vom... Ja, dann fahr halt nicht. Kurz geheilt. Oh. Den möchte ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Also der Wolf kam auch überraschend. Und ich glaube, das war ein infizierter Wolf. Hat auf jeden Fall nicht normal ausgesehen. Ich wusste ja, dass die Tiere auch infiziert sein können, aber ich habe nicht wirklich schon damit gerechnet, dass ich auf einen treffen werde. Schön dazwischen durch. So sieht man auch nichts von der Welt, auch wenn man sie sich so anschauen könnte, aber... Ich hoffe, der Sprit reicht. Okay, ich habe gar keine Spritanzeige, das heißt, ich kann das Ding jahrelang verfolgen und wie sieht das jetzt aus? Wow, 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 warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Die Frage ist, wie nah darf ich ran? Steig ab. Okay, ich kann nicht, ich muss tatsächlich hinfahren. Wow. Ja, und da laufe ich schon wieder im Brett. Was ist da los? Verdammter Mist. Was ist los? Alles okay? Nein, 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 alles gut. Wirklich, das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Weg mit dir. Mein Motorrad kriegt eh keinen Schaden im Moment. Ich dachte, dass du lebensmüde bist. Schön lebensmüde. Ja, 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 ich schaff das schon. Dicken Ende. Offensichtlich sehr lebensmüde. Hui, Purple Line. Wer braucht Straßen, wenn er ein Bike hat? Tja. Ein paar Freak haben sie da gelassen. Wo steht mein Bike bitte? Sehr gut. Da wo die Horde hingerannt ist. Da steht mein Bike. Super. Also ich zähle 5 Stück. Mal
schauen, ob ich den ersten hier schon herlocken kann. Wie ich nämlich gerade sehe, habe ich sowieso keine Munition mehr. Komm noch dahin. Los, los. Drei da hinten sind auf einem Haufen. Jetzt nicht mehr, sonst hätte ich einen Molotow reingeworfen. Sie funken immer noch, aber die Freakers sprechen nicht drauf an. Da scheint es, als würden zwei auf mich zukommen. Da ich nur einen brauche im Moment. Ja. Was ich aber vom Spiel eigentlich noch schön programmiert finde, dass die Freaker nicht haargenau auf den Punkt laufen, wo man den Stein hingeworfen hat. Sondern sie benehmen sich auch ein bisschen eigensinnig. Sie laufen nicht straight dahin, wo der Stein liegt. Sind das wieder mehr Freaker? Ich habe doch einen schon erledigt. Oh, noch weiter bis nach da hinten. Zwei. Die Ohren noch mitnehmen. Sind da noch drei? Sehe ich hier sonst was? Nein. Komm mal hier hoch. Okay, da kommt fast zu mir hoch. Dreh dich. So, noch einer weniger. Dass die zwei da unten das nicht gehört haben. Wundert mich. Okay, holen wir zuerst den hier rechts. Das sieht schon so aus, als hätte er sich freuen, mich gleich zu treffen. Oder wenn ich ihn treffe. Oh, Leo. Na komm schon. Ach, ganz da oben. Schafft das überhaupt den Berg rauf? Guck mal, deine Freunde liegen da. Warum liegen denn deine Freunde da? Oh, deswegen. Ich sammle euch hier alle schön auf einen Punkt. So. Ja, das sollte jetzt easy zu holen sein. Zack! Okay, da waren wir alle weg. Bei einem habe ich die Ohren vergessen. Blut! Wow. Ja, okay. Dein Funkgerät. Sehr gut, Munition. Ah ja, klar. Ach, verdammt, gib das wieder her! Scheiße, das ist meins! Krieg das Ding nicht, warum... Oh, das Kind ist schnell! Verprügeln wir Zombie-Kinder! Oh, jetzt ist es tot. Tut mir fast ein bisschen leid.
muss ich weg. Sieht aus, als ob sie hier, scheiße, Freaks hüten, keine Ahnung. Die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Wie meinst du das? Also, die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt. Schwärmer haben sie vertrieben. Die haben sich verpisst. Sie haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, du glaubst doch nicht etwa, Sarah... Nein, ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer, er ist am Leben. O'Brien, das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauch ein paar Antworten, Mann. Verdammt. Okay. Ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Dick. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Dicken Ende. Okay, O'Brien, wo zur Hölle steckst du? Ich hab mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap, ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Hm. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. Waren wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach. Schwing einfach dein Bein drüber. Okay. Ja. Also, rauf. Wow. Okay. Fertig. Hey! Hey! Gut festhalten. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Es ist nur, ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Also, was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere, also ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid, ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja. Okay. Hey, Vorsicht! Scheiße, was? Oh. Oh mein Gott. Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey, bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey, hey. Ich habe Handyempfang. Hey. Ja, mir geht's gut, aber Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin, keine Ahnung, auf der, keine Ahnung Road wo. Road 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ach, ja, bis gleich.
Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Ey. Ich weiß nicht. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... Puh, einen Moment. Puh. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Huh? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen, mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren? Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also, die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten und sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Oh, was zum Teufel? Cleet, wir kriegen Besuch. Alles klar, die Herren. Oh, cool. Ich darf mich prügeln. Oh, ein bisschen allen auf die... Hey, den habe ich doch auch erwischt. Dann den hier. Dann den hier nochmal. Nach hinten. Sie hockt einfach auf dem Bike. Immer noch so. Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja, gib ihm noch eine. Los, weiter, schlag zu. Ist doch nicht so hart, Lucky. Was? Ich könnte ihn weiterbeugen. Oh, ja. Ja. Dem zeigen wir es. Dem zeigen wir es. Ja, wie gefällt dir das? Wie wär's mit... Scheiße. Was scheißt doch, Mann, ich hau ab. Moment, warte, wart auf mich. Gib Gas, verdammt. Los. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey. Tut mir leid. Nein. Ist nicht mal, das Ding war in deiner Tasche. Nein, ich hab's gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können. Naja. Oh, Scheiße. Ja, aber da müsstest du erstmal auf jemanden ziehen. Das hab ich noch nie gemacht. Hey, schon okay. Das Ding in deiner Tasche und ich wollte die Polizei rufen, aber weißt du, was ich hatte kein Netz und keinen Empfang. Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay. Danke. Habe ich noch nie gemacht. Ja. Kaum zu glauben. Ja? Das war doch eine coole kleine Geschichte. Jetzt wissen wir auch, wie Deacon und Sarah Tucker sich kennengelernt haben. Hot Springs Camp, bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende in Marion Forks. Deacon, ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jims erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé. Okay, wo kam jetzt der her? Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jims erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen, kenne ich. Okay, da fange ich an. Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist was für dich dabei. Ich werde dran denken. Liegen Ende. Eigentlich wollte ich in Ruhe dort oben die Folge beenden, aber da kam der Wolf, da musste ich losfahren. Da war noch eine süße kleine Geschichte, wie die zwei sich kennengelernt haben. Ich frag mich nur noch, wie dann Buße, weil Buße ist ja der Bruder
von Sarah, ob er vorher schon ein Mitglied dieser Biker-Gang war oder erst nachher dazu wird. Aber ich denke, das werden wir auch vielleicht in einer weiteren Episode erfahren. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, denn vergesst nicht, Support ist kein Mord.